Hallo, ich bin Clara, eure FES-Kinderreporterin. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich heute hier bin. Aber das ist ganz einfach. Heute geht es um den Bioabfall. Und davon hat der Palmgarten mehr als genug. Dieser Bioabfall wird von hier zur Bioabfallbehandlungsanlage gebracht. Und was jetzt mit dem Bioabfall passiert und was genau davon wieder zurück zum Palmgarten kommt, das zeige ich euch jetzt. Hallo, hier kommt der Wagen mit Grünschnitt vom Palmgarten. Könntet ihr uns bitte wiegen? Ja klar, er hat 4000 Kilogramm. Wir können jetzt abladen. Hallo Clara. Schauen wir mal, wie er reinfährt. Ja. Das Containerfahrzeug ist soeben in die Schleuse gefahren. Aber wozu man die braucht, das frage ich jetzt gleich mal Herrn Domin. Er ist der Leiter der Anlage. Herr Domin, warum muss das Containerfahrzeug zuerst in die Schleuse und kann nicht direkt in die Anlage? Ganz einfach. Steck doch einfach mal deine Nase in die Luft. Und riecht es hier besonders oder ist es staubig? Nein, besonders riechen tut es nicht. Und staubig ist es auch nicht besonders. Genau, und das ist der Grund dafür. Ach so, jetzt verstehe ich's. Also das ist echt ein Unterschied. So richtig lecker riecht sie nicht. Ach naja, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Aber vielleicht sollte ich dir mal besser zeigen, wie es jetzt weitergeht. Klar, unbedingt. Wie du jetzt hier sehen kannst, liegen wir mitten in der Stadt und haben sehr viele Nachbarn um uns herum, die wir alle vor Staub, Lärm und Geruch schützen müssen. Und deswegen ist unsere gesamte Anlage gekapselt. Da dringt nichts nach außen. Aber wir können jetzt mal in die Anlage gehen und dann zeige ich dir noch ein paar andere Sachen. Klar. Was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Bioabfall, nachdem Plastiktüten und Metalle herausgefiltert wurden? Das hängt ganz vom Ausgangsmaterial ab. Es gibt nämlich zwei verschiedene Verfahren hier. Das, was in der Biotonne gesammelt wurde, das geht erst in die Vergärung. Und das, was ihr aus dem Palmgarten mitgebracht habt, das geht direkt in die Kompostierung. Aber was ist der Unterschied? Komm, ich zeig's dir. So, Clara, dieser Tank ist voll mit Abfall und Bakterien. Hier findet die Vergärung statt. Und wie geschieht das genau? Du musst dir vorstellen, da sind sehr viele kleine Mikroorganismen drin, und wie Bakterien. Und die zersetzen den Bioabfall und produzieren dabei Biogas. Das ist das Gleiche, was im Kuhmagen passiert. Die muss nach dem Essen auch pupsen. Ah, jetzt verstehe ich's. Ist es deshalb hier auch so warm drin? Ja, die Bakterien benötigen bei ihrer Arbeit viel Wärme. So um die 55 Grad ist es im Behälter. Wow, das ist echt ganz schön warm. Und was macht ihr dann mit dem Biogas? Das Biogas wird jetzt hier in unseren Kraftwerken verbrannt und zu Strom und Wärme umgewandelt. Davon produzieren wir so viel, dass wir einen großen Teil davon ins öffentliche Netz einspeisen können. Heißt das, dass ich eventuell auch Strom von Ihnen zu Hause bekomme? Das kann gut sein, weil wir auch zusätzlich noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben. Und der Strom, den wir einspeisen, den kann jeder Bürger natürlich aus der Steckdose ziehen. Okay, das mit dem Biogas und der Vergärung, das habe ich nicht verstanden. Aber wo wird denn kompostiert? Das passiert hier drin. Aber hol am besten noch mal tief Luft, denn da drin wird es richtig stickig. So, Clara, wir sehen jetzt hier die Rottetunnel. In diese Rottetunnel wird der Grünabfall, den ihr aus dem Palmgarten mitgebracht habt, reingefahren, zusammen mit den Resten aus der Vergärung. Und ungefähr nach 7 bis 10 Tagen haben wir fertigen Kompost. Das ist aber schnell. Ja, da drin ist es auch richtig warm.
Heißt es dann, dass es wärmer ist als im Gärreaktor? Ja, bei der Kompostierung wird es etwas wärmer, ungefähr bis zu 70 Grad. Das heißt, es ist fast schon wie in der Sauna. Merkt man. Der ist frisch gefüllt mit Abfall. So hoch liegt das da drin. Der ist gerade leer. Und dann wird es kompostiert? Ja. Und da unten diese Schlitze, da wird die Luft durchgepustet. Und so wird die fertige Komposterde dann verkauft? Ja, entweder kannst du sie hier als Sackware kaufen oder wie hier als lose Ware direkt ins Auto laden. Wow, die Erde sieht doch richtig super aus. Und die riecht auch richtig gut. Also ich glaube, die Pflanzen im Palmgarten werden sich freuen. So schließt sich also der Kreis. Das ist echt ein perfektes Recycling. Mitmachen lohnt sich also unbedingt. Tschüss!